Ja, wir haben uns Ende der 70er Jahre kennengelernt, hier in Wiesbaden, wo ja auch dein Atelier heute ist. Und wir haben dann über Kunst gesprochen. Wir haben zusammen viele Örtlichkeiten besucht, Kneipen besucht, Museen besucht. Und wir haben uns immer rege ausgetauscht. Und dann haben wir uns entschlossen, auch kleinere Kooperationen zu übernehmen. Ja, Mal in Heiners Atelier, mal in meinem. genau. Und wir haben dann die ersten gemeinsamen Ausstellungen gemacht und da haben wir gemerkt, dass unsere Arbeiten sich sehr gut ergänzen. Ja. Ja, das Interessante ist ja auch, wir haben das ja nicht sofort gewusst, das hat sich entwickelt im Ja, das haben wir Gespräch, nicht geplant. dass Das war, wir ja. eigentlich im Grunde genommen interessiert sind an der halbplastischen Form. Und Genau. das war ja auch dann Gegenstand unserer langjährigen Ja. Unterhaltung. Du kommst von der Bildhauerei her, ich komme vom Bildwesen, wie man so heute sagt, also von der Assemblage, von der Ja. Malerei. Wir haben natürlich die halbplastische Form dann auch immer sehr genau untersucht in der Historie. Einerseits, wenn man die Skulptur nimmt, Ellsworth Kelly bei dir Genau. und bei mir Barnett Newman natürlich, der ein reiner Maler war, aber auch eben natürlich diese Beschneidung von Frank Stella, wo das Bild praktisch zur Form wurde. Genau, also wir sind ja aus unterschiedlichen Herkünften sozusagen, aus irgendwie dann ab einem bestimmten Punkt in eine gemeinsame Richtung gelaufen. Und das hat sich dann später dann natürlich noch verstärkt, indem wir dann auch nicht nur gemeinsame Ausstellungen gemacht haben, auch sondern Ausstellungsprojekte kuratiert haben zusammen. Ja, das Schöne war ja, dass wir eben diese verschiedenen Standpunkte, einmal von der Skulptur kommend, auch was die Materialität betrifft, bei dir Metall, bei mir Holz oder eben flache Teile, die eher auf das Bildwesen verweisen, dazu führten, wie geht man jetzt mit dem um, was wir aus den 50er und 60er Jahren sozusagen gelernt haben. Genau. Aus dem Minimalismus kommend, aus der konkreten Kunst mussten wir natürlich auch singuläre Arbeiten schaffen, um nicht also um uns selbst gegenüber bestehen zu können, nicht irgendwelche Dinge zu imitieren, die 20, 30 Jahre alt sind. Ja, wir haben also völlig neue Arbeiten entwickelt, gemeinsam auch, und immer unter dem kritischen Blick des anderen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns immer auch abgesprochen haben, wie ist die Wirkungsweise von deiner Arbeit, wie ist die Wirkungsweise von meiner Arbeit? Wir konnten da immer ganz offen drüber Genau. reden. Es gab da auch keine Animositäten oder es gab keine Rivalität, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Naja, wir haben, wie gesagt, gemeinsame Ausstellungen gemacht, waren gemeinsam auf verschiedenen Messen vertreten und haben da natürlich auch viele Sammler kennengelernt und denen das dann auch aufgefallen ist, dass da eine gewisse Affinität zwischen uns beiden da ist. Also das ist schon sehr früh bemerkt worden, auch von unseren Galerien, und haben dann natürlich auch uns gemeinsam dann oft zu Doppelausstellungen eingeladen, gerade aus dem Hinblick auf unsere gemeinsame Arbeit und die sich ja dann auch in den Ausstellungsräumen prima ergänzt hat. Ja, es ist halt auch eben mal ganz interessant gewesen, auch für unsere Zuhörer oder auch Betrachter, dass wir ja auch die physikalischen Momente nicht außer Acht gelassen haben in unserer Arbeit, denn wir mussten beide immer schon lachen. Es gibt keine Zweidimensionalität, deswegen ist das Eben, ja. Bildwesen, das jetzt in den Raum hineingeht, besonders interessant gewesen, weil es halt so eine Ambivalenz aufweist. Und damit ist eben das Bild, also die Malerei oder die monochrome Malerei, raumbezogen. Naja, das ist eine Kunst, die den Betrachter zu der Überprüfung seiner eigenen Wahrnehmung herausfordert. Also er muss sich Gedanken machen über die Bedingungen seines eigenen Sehens. Ansonsten schöpft er das ganze Potenzial so einer Arbeit gar nicht aus. Also wie betrachte ich, wenn ich von einem bestimmten Standpunkt aus schaue, und wie ist dann die Arbeit zu sehen, wenn ich aus diesem Blickpunkt heraustrete und eine andere Position einnehme? Und das ist, denke ich mal, ganz ähnlich auch bei Michael. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man spricht ja von der Selbstreferenzialität, das ist ein komisches Wort, heißt aber so viel wie, es verweist nichts über die Farbe, über die Form, also alles das, was an der Wand hängt, hinweg in einen anderen Bereich dieser Welt. Und das ist bei uns beiden eben nicht der Fall. Das sind sowohl semantische Dinge, beim Heiner zum Beispiel die Kugel, das ist unglaublich wichtig.
dass man den, das muss man vielleicht dann auch manchmal sagen, dass die alle Arbeiten vom Heiner Fragmente einer Kugel sind und dass man sozusagen in einer imaginären Kugel drin steht. Die ist natürlich nicht sichtbar, man sieht nur das Fragment, man sieht nur den Ausschnitt. Und wenn du sagst, das ist eine Reflexion über die eigene Wahrnehmung, dann gehört das unabdingbar dazu. Nicht jeder sieht das sofort, ja, also weil nämlich durch diese Krümmung entsteht mit dieser absolut monochronen Farbe ein Valeur, wie man es aus der Malerei kennt, aber durch den Perspektivenwechsel verändert er sich. Naja, das war zunächst mal eine Ausstellungseinladung der Stadt Wiesbaden, dass wir gemeinsam in der Kunsthalle Wiesbaden, die damals recht neu war, 2013, eine Ausstellung machen sollten. Wir waren uns schnell einig, dass das nicht viel bringt, in der Stadt, wo wir schon öfters gezeigt wurden, auch gemeinsam nochmal eine Wiederholung des Gleichen machen. Und wir hatten die Idee, Künstlerkollegen einzuladen, die auch dreidimensional arbeiten und wo auch die Farbe eine entscheidende Rolle spielt. Und das, da waren wir uns sofort einig und das hat sich dann ausgeweitet zu einem Grad, den wir hätten damals noch gar nicht vorsehen können. Ja, das war für uns am Anfang Neugierde. Mit vielen Kollegen hatten wir früher schon eben gesprochen. Ja. Wir trafen uns auch regelmäßig, auch in den USA, also nicht nur in Europa. Und dann hat sich das einfach immer mehr konzentriert auf die Vorstellung, dass wir so eine Ausstellungsreihe machen. Die war so erfolgreich. Ich möchte noch mal eins zu dem Namen sagen. Der Begriff Embody in Color, über den wir auch lange nachdachten, der ist von David Rabinowitsch, einem befreundeten Bildhauer, der leider nicht mehr lebt. Ja, hatte dann gesagt, also wie wir so uns überlegt hatten, das findet man einen griffigen Titel auch. Wir wollten auch Englisch nehmen, weil ja viele amerikanische, englische Kollegen aus USA, aus England dabei sind. Und so eine, an diese Hommage an unsere Herkunft, auch stark geprägt durch die amerikanische Kunst der 60er und 70er Jahre natürlich, haben wir uns entschlossen, dann diesen Titel Embodying Color, Verkörperung der Farbe sozusagen zu nehmen. Ne? Das passte auch deswegen so gut, weil die Verkörperung der Farbe bei allen, die wir eingeladen haben, mit auszustellen, vollkommen anders aussieht. Ja? Also das Interessante ist, dass dieser Begriff, der uns verbindet, eben in der Singularität der einzelnen Werke, der Personen, die dahinter stehen, eine unglaubliche Vielfalt entstanden ist. Ja, das waren unterschiedlichste Materialien, da kommt Kunststoff rein, da kommt Filz rein, da kommt Papier rein. Also das war eine ganze Bandbreite von bildhauerisch oder künstlerischen genutzten Materialien, die das Ganze so spannend, so vielfältig gemacht haben. Das war auch dann die Reaktion des Publikums, dass wir dann uns ermutigt gesehen haben, dann weiterzumachen und an verschiedenen anderen Orten wie Zürich, Budapest, Koblenz, Soest im Raum Schrot im Museum Morgner das zu machen. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Also wir sind immer noch am Überlegen. Jetzt machen wir gerade in Santa Fe eine kleine Ausstellung, allerdings nur zu dritt mit unserem Kollegen Peter Weber, der mit den Filzfaltungen dabei ist. Und das ist dann eine Embodying Color Outtakes Ausstellung. Heute steht es da, dass wir abwarten, inwieweit sich neue Ausstellungsmöglichkeiten in der Qualität, die wir bisher hatten, ergeben, in Form von Raum und Institutionen. Weil die letzte Ausstellung in Soest war so umfangreich und so gut besucht auch. Ja. Ich meine, auch im Vasarely-Museum, das war 2014 die bestbesuchteste Ausstellung in ganz Ungarn. Das können wir mal in aller Bescheidenheit anmerken. Das war ein Riesenerfolg für uns und auch für die Künstler natürlich. Und wenn sich so etwas in dieser Größenordnung anbieten würde, dass man nochmal richtig loslegen kann, dann würden wir das gerne machen. Bis dahin haben wir vorgenommen, immer kleinere Outtakes zu machen und das macht ja auch viel, viel Freude.